Löwe-Horoskop für 2025. Für den Löwen hat das neue Jahr eine Menge von Veränderungen vorbereitet. Horoskop rät, moralisch für die Prüfungen vorzubereiten, ohne die es nicht möglich sein wird, professionell zu wachsen und Erfolg zu erzielen. Das Jahr wird unter der Schirmherrschaft der grünen Schlange stehen, was bedeutet, dass es nicht einfach sein wird und an einem gewissen Punkt sogar ein Wendepunkt. In der gewohnten Komfortzone zu bleiben, wird nicht funktionieren, man wird ernsthafte Entscheidungen treffen müssen. Was erwartet den Löwen im Jahr 2025? Das Horoskop für die Löwen hat eine Menge interessanter Ereignisse vorbereitet. Das Auftauchen neuer Möglichkeiten wird zu großen Veränderungen im Leben führen, wenn man sie richtig nutzt. Die Sterne versprechen auch zahlreiche Bekanntschaften in der ersten Hälfte des Jahres, die nützlich und manchmal schicksalhaft werden. Hohe Wahrscheinlichkeit, eine zweite Hälfte zu treffen, für alleinstehende Vertreter des Tierkreises. Erfolgreiche Verwirklichung jeglicher Projekte, dank der großen Anzahl von Gelegenheiten. Dynamik des Lebens, aber Sie müssen vorsichtig sein, da dies Ihre Gesundheit beeinträchtigen wird. Kräfte messen in allen Lebensbereichen und gleichzeitig intensives Wachstum in diesen Bereichen. Kardinaler Wechsel der Aktivität für mutige Menschen. Um das zu verwirklichen, was man sich vorgenommen hat, kann es mehr Mühe oder Kosten erfordern als ursprünglich geplant. Aber die Sterne werden alles Notwendige geben, wenn die Vertreter des Zeichens Ausdauer zeigen und die Idee nicht aufgeben. Vorhersage für einen Mann. Das Horoskop verspricht den Löwemännern Wohlstand und Wachstum, aber es wird viel Anstrengung erfordern, um Erfolg zu haben. Alte Projekte erfüllen vielleicht nicht die Erwartungen, daher wird eine weise Schlange die richtige Richtung vorgeben und helfen, vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten zu lösen. Trotz der erhöhten Arbeitsbelastung sollten Männer keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme befürchten. Das wird sie nur stärken und kräftiger machen. Im neuen Jahr versprechen die Sterne einen Anstieg des Einkommens. Die Umstände werden für die Vertreter dieses Zeichens günstig sein, aber es müssen trotzdem Anstrengungen unternommen werden. Der Schutzpatron des Jahres duldet keine Eile, versuchen Sie also nicht, Probleme im Eiltempo zu lösen. Es ist besser, die Aufgaben gleichmäßig über das Jahr zu verteilen und keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Im Jahr 2025 sollten Sie sich vor dubiosen Plänen zum Geldverdienen in Acht nehmen, denn die Sterne mögen keine Täuschungen. Das Glück wird nur zielstrebige, hart arbeitende Könige der Tiere begleiten. Wenn Sie Erfolg haben wollen, investieren Sie Ihr Geld nicht in Aktivitäten, die alles und sofort versprechen. Besser ist es, sich an einem eigenen Projekt zu versuchen, wenn auch in einem neuen Bereich. Vorhersage für Frauen. Das Horoskop für Löwefrauen ist romantischer als für Vertreter des starken Geschlechts. Dieses Jahr wird für Sie mit zahlreichen interessanten Bekanntschaften gefüllt sein, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, Ihrem Schicksal zu begegnen. Helle Begegnungen und Leidenschaften in Ihrem persönlichen Leben werden sogar verheiratete Frauen berühren. Um das gegenseitige Verständnis mit Ihrem Seelenverwandten aufrechtzuerhalten, ist es daher empfehlenswert, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Doch neben einem stürmischen Privatleben warten die Frauen auch auf Erfolg im Geschäftsleben. Die Schlange wird dazu beitragen, dass sie in jedem Bereich Erfolg hat, und die Hauptsache ist, dass sie sich nicht übereilt für die richtige Richtung entscheidet. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen und Zeit und Geld für die Umsetzung eines unnötigen oder wenig interessanten Projekts zu verlieren. Ein guter Zeitpunkt für die Eröffnung eines eigenen Unternehmens ist die zweite Jahreshälfte. Die Gesundheit wird Sie im Jahr 2025 nicht im Stich lassen, und Sie werden genug Kraft haben, um das zu tun, was Sie geplant haben. Aber vergessen Sie die Vorbeugung. In der ersten Jahreshälfte ist eine günstige Zeit, um sich gute Gewohnheiten anzueignen, z.B. Sport oder richtige Ernährung. Der Körper wird sich schnell umstellen, und Sie werden für eine lange Zeit festgelegt werden. Liebeshoroskop für 2025. Die astrologische Vorhersage für 2025 ist im Bereich der Liebe besonders günstig. In dieser Zeit ist die Wahrscheinlichkeit, allein zu sein, gering, da viele interessante Ereignisse, Bekanntschaften und Begegnungen zu erwarten sind. Zum Heiraten ist es allerdings nicht geeignet, da dies, so der Glaube, das Jahr des Witwers ist. Daher ist es besser, einen wichtigen Termin auf die nächste, günstigere Periode zu verschieben. Für Ehepaare wird das Jahr nicht einfach sein.
In der ersten Jahreshälfte kann es zu ernsthaften Missverständnissen mit einem Partner kommen. Wenn Sie die Differenzen nicht sofort ausräumen, werden sie zu einem ernsten Konflikt führen und möglicherweise eine Scheidung nach sich ziehen. Sie werden ernsthaft an Ihrer Beziehung arbeiten müssen, um sie nicht nur zu erhalten, sondern auch zu verbessern. Für romantische Treffen und verschiedene Arten von Überraschungen für die Liebsten ist die zweite Jahreshälfte wie geschaffen. Weder die Herbstkälte noch der Schneefall werden die Liebesbeziehung beeinträchtigen. Dies ist auch eine gute Zeit, um der anderen Hälfte einen Heiratsantrag zu machen, denn das nächste Jahr 2025 wird für die Ehe günstig sein. Wenn Sie in diesem Jahr eine Hochzeit feiern wollen, ist es besser, das Datum mit dem Mondkalender zu überprüfen. Finanzhoroskop für 2025. Das Finanzhoroskop ist für das neue Jahr nicht weniger optimistisch als das Liebeshoroskop. Frühere Bemühungen werden sich voll rechtfertigen und wird Ihnen erlauben, erfolgreich zu sein und verdienen eine große Summe Geld. Die Schlange ist ein kluges Wesen, so dass das Glück auf der Seite der Fleißigen sein wird, aber auf einen großen Gewinn in der Lotterie sollte man nicht viel hoffen. Bevor Sie investieren, raten Ihnen die Sterne, sich mit bewährten Instrumenten vertraut zu machen, damit das Geld nicht verschwendet wird. Die erste Jahreshälfte ist ideal, um das Finanzwissen zu verbessern. Sie können sich für Kurse anmelden oder Online-Lektionen anhören. Das erworbene Wissen wird Ihnen in Zukunft nützlich sein und Ihnen ermöglichen, Ihre Situation zu stabilisieren oder zu verbessern. Karrierehoroskop für 2025. Die astrologische Prognose für 2025 verspricht Wachstum in allen Bereichen, auch im Beruf. Harte Arbeit und die Fähigkeit, Ziele zu erreichen, werden den Königen der Tiere helfen, auf der Karriereleiter schnell aufzusteigen. Führungsqualitäten werden sie von ihren Konkurrenten positiv abheben. Doch im Frühjahr kann es zu Problemen kommen, die einen zusätzlichen Anreiz für die Entwicklung und den beruflichen Aufstieg darstellen. Zu Beginn des Herbstes werden alle zu Beginn des Jahres ergriffenen Maßnahmen und investierten Kräfte zu einem guten Ergebnis führen, das Einkommen wird steigen. Sterne raten, kein Geld an Kollegen zu leihen, da es zu Konflikten und Verschlechterung des Arbeitsumfeldes führen kann. Mit den Chefs sollte auch versuchen, neutrale Beziehungen zu pflegen. Verletzung der Unterordnung wird zum Verlust der Autorität im Team führen. Gesundheitshoroskop für 2025. Trotz guter Gesundheit, die sich fast alle Vertreter dieses Tierkreises rühmen können, kann das Jahr 2025 zu einer Kraftprobe für Sie werden. Es lohnt sich, sich auf die Verschlimmerung chronischer Krankheiten in der ersten Jahreshälfte vorzubereiten. Wenn es vorher schon Probleme gab, sollte man nicht auf eine günstige Prognose hoffen und sich im Voraus bei den entsprechenden Spezialisten anmelden, um eine Verschlimmerung zu verhindern. Die Sterne stehen günstig für die Löwen und werden sie 2025 mit Energie aufladen, um eine Vielzahl von Ideen umzusetzen. Deshalb sollte man versuchen, alle Pläne in dieser Zeit zu verwirklichen. Da der Einfluss der Schlange abnimmt, sinken die Batterieladung und der Wunsch zu investieren. Alle wichtigen Angelegenheiten sind besser von Februar bis Juli zu planen. In dieser Zeit sind die himmlischen Gestirne besonders günstig und die Gesundheit wird nicht versagen.